zusammen und willkommen zu einer kleinen Zwischendurchmeldung, so zum schönen, hoffentlich auch bei euch etwas sonnigen Nachmittag. Denn bevor ich erstmal zum Pferdchen düse, bin schon fertig umgezogen, bis auf den Hut, den setze ich natürlich ab, habe ich nochmal kurz die Nachrichten überflogen und bin auf was gestoßen, bei dem ich dachte, hey, da können wir irgendwie sofort drüber reden, bevor ich dann irgendwann später einen Themenzettel mache. Denn es gibt nun eine angebliche Einigung. Um was für eine Einigung geht's? Um das angedachte Heizungsverbot der Grünlinge. Ihr wisst ja, der Pendlerpauschale würde am liebsten alle Heizungen verbieten, die nicht dem grünen ideologischen Wahnsinn entsprechen, hat damit eine riesengroße Protestwelle losgetreten. Nicht nur in den sogar Mainstream-Medien hat es ordentlich gebrodelt, auch politisch gab es zuletzt dann doch einiges an, sagen wir mal, Gegenwind. Letzten Samstag eine riesige, ich glaube 30.000 Leute waren es, regierungskritische Demo im kleinen Erding. Da ging es ebenfalls um das Thema Heizungsverbotswahn. Da hat man die Freien Wähler gehabt, also Südolf ist der Dröfzigste, hat allerdings auch was losgelassen. Naja, es brodelt im Land, ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Und da es in dem Land so dermaßen brodelt und man mittlerweile auch mitbekommen hat, dass Handwerksverbände auf die Barrikaden gehen, dass Heizverbände auf die Barrikaden gehen, mitteilen, hey, liebe Grünlinge, der Irrsinn, der funktioniert so nicht. Da es so extrem brodelt, rudert man jetzt etwas zurück. Das soll mitnichten eine Entwarnung sein, es ist jetzt mehr so die Salamitaktik, man versucht zu beschwichtigen. Immerhin kommt ja nächstes Jahr der neue Wahlkampf. Man will ja nicht die letzten Wähler auch noch vergraulen. Man ergibt sich nun also kompromissbereit, um vermutlich im Hinblick auf den Wahlkampf so ein bisschen um Sympathien zu werben. Gleichzeitig aber trotzdem das Fundament dafür zu legen, den grünen Irrsinn einfach später durchzupeitschen. Ich glaube, so kann man das einigermaßen zusammenfassen. Gucken wir uns aber mal an, worum es nun konkret geht. Was ist jetzt der sogenannte Kompromiss? Die erste Lesung soll wohl noch in dieser Woche erfolgen. Er soll jetzt ganz, ganz schnell in den Bundestag gepeitscht werden, noch vor der Sommerpause verabschiedet werden mit der dritten Lesung. Es ist wohl so um den 7. Juli rum gedacht, dass man das da laut Deutschlandfunke gerne schon in Sack und Tüten packen würde, damit es ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten kann. An dem Termin hat sich erstmal nicht viel verändert. Aber es gibt eine ganz, ganz gravierende Änderung, die wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch bzw. uns alle eigentlich betrifft. Es soll nun doch so sein, dass in Bestandsgebäuden kein Heizungsverbot fürs Erste stattfinden soll. Wer also ein Häuschen hat oder eine Wohnung, Mieter sind ja genauso betroffen, wenn ihr Vermieter gezwungen wird, was umzubauen, und dort die Heizung kaputt geht, dann soll es auch weiterhin erlaubt sein, eben jene konventionelle, sinnvolle für dieses Gebäude optimal abgestimmte Heizung im besten Fall zu reparieren. Man muss dann also keine schwachsinnige Wärmepumpe einbauen, wenn der Gebäudetyp das überhaupt nicht hergibt. Man muss auch keine sonstige Grünlingsheizung einbauen. Man kann also weitermachen mit einer Gas- oder Ölheizung. Ursprünglich war es ja vorgesehen, dass nur die, ich glaube, unter 80-Jährigen waren, das machen dürfen sollen. Das hat man nun gekippt. Offensichtlich ist dann doch aufgefallen, ist ein bisschen komisch, wenn der Schornsteinfeger dann als Hilfs-Sheriff auflaufen soll. Soweit die beste Nachricht vorweg. Wer also eine funktionsfähige Heizung hat in seiner Immobilie, die vielleicht schon so ein kleines bisschen älter ist und jetzt überlegt hat, tausch mal die aus, auf Teufel komm raus oder riskieren wir es, dass er uns um die Ohren fliegt in 10 Jahren. Wer also jetzt mit sich gehadert hat, ob er noch schnell eine neue Heizung kauft, bis es dann verboten ist, der hat zumindest vom heutigen Stand, ja 14. Juni, kann sich morgen wieder ändern, ich weiß, aber gehen wir mal davon aus, es ist jetzt so der fast finale Stand, dann hat er zumindest erstmal ein Stück weit die Sicherheit, dass er nicht gezwungen wird, eine andere Heizung für mehrere, teilweise 100.000 Euro oder es kann auch in die Millionen gehen einzubauen, wenn man ein großes Haus hat, Mehrfamilienhaus. Aber vom Tisch ist es immer noch nicht, denn für Neubau möchte man diesen Zwang. Wer ab dem 1. Januar 2024 ein neues Haus baut, der soll gezwungen werden, eine Grünlingsheizung zu verbauen. Es soll allerdings auch noch eine Art Übergangsfrist geben. Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Denn final in Kraft treten soll das Ganze erst ab 2028, wir dann in der nächsten Legislaturperiode. Und ab dann soll es da auch keine Ausnahmen mehr geben. Denn als Ausnahmen sind bisher vorgesehen, dass beispielsweise Kommunen, in denen absehbar ist, dass Häuser oder ganze Wohngebiete ans Fernwärmenetz angeschlossen werden, dass die nicht gezwungen werden, da irgendeine Grünlingsheizung zu verbauen. Bis 2028 sollen nun also die Kommunen die Chance haben, ihre Wärmestrategie vorzulegen. So der aktuelle Stand, also Bestandsbauten erstmal ausgenommen, die dürfen reparieren, die dürfen weiterhin ihre Heizungen vorerst betreiben.
Neue Bauten sollen gezwungen werden, eben jene Grünlingsheizungen umzubauen, außer wenn die Ausnahme besteht, dass es vielleicht auch eine wasserstofffähige Gasheizung sein könnte oder aber die Kommune sowieso ans Fernwärmenetz will. Ja gut, Fernwärmenetz ist eben auch wieder zentral kontrollierbar, also Kontrolle über den Heizverbrauch der Bevölkerung hat die Ampel dann trotzdem auf indirektem Wege. Ist aber alles in allem deutlich schwächer als ursprünglich vorgesehen, was meiner Meinung nach darauf zurückzuführen ist, dass die Leute nicht mitgezogen haben. Wenn die Bevölkerung das abgenickt hätte, wenn der Wahnsinn durchgepeitscht worden wäre, naja, dann wäre das auch so gekommen. Also wenn da keiner was gesagt hätte, wenn sie da alle nur mit den Schultern gezuckt hätten und Ja und Amen gesagt hätten, dann wäre dieses Heizungsverbot, dieses knallharte, ab nächsten Jahr in Kraft getreten. Aber ganz so positiv abschließen können wir das Video trotzdem nicht, denn auch wenn Bestandsgebäude erstmal raus sind und auch wenn es eine Übergangsfrist gibt, bis dann dieses Verbot für Neubauten tatsächlich in Kraft tritt, alles in allem ist der Wahnsinn auf den Weg gebracht. Das kann jetzt noch geändert werden, bis es dann durchgepeitscht wurde, dieser Gesetzesentwurf, also noch so ungefähr 1 oder 2 Wochen, je nachdem, wie lange sie dafür brauchen, vielleicht auch 3 Wochen, da kann man dann auch irgendwas dran abändern. Wenn das dann final entschieden ist, ist es deutlich schwieriger, das wieder rückabzuwickeln. Das geht natürlich, aber dann ist es bürokratisch aufwendiger. Und alleine die Tatsache, dass man es trotz all dem, was sich nun öffentlich tut, trotz all der Kritik wirklich durch die gesamte Bandbreite, Experten im Heizungsbau, also die es einbauen müssen, Verbände, Mieter, Eigentümer, selbst den Medien fällt auf, das ist irre. Trotz allem wird der Wahnsinn weiterhin versucht durchzupeitschen, vorbereitet, dass es schon mal da ist, damit man zu einem Zweifel, getreu der Salamitaktik, vielleicht einfach nur noch so ein bisschen ergänzen muss. Und dann streicht man eben die eine Ausnahme und streicht auch eine andere Ausnahme und dann vielleicht zwingt man ja vielleicht doch irgendjemanden. Also vom Tisch ist der Irrsinn leider noch lange nicht. Aber es wird nicht ganz so dramatisch werden, vorerst wie ursprünglich befürchtet. Hoffen wir, dass es dabei erstmal bleibt. Mir wäre es natürlich lieber, der ganze Wahnsinn wird ersatzlos rückabgewickelt, gestrichen. Aber hey, wir sind im besten Absurdistan aller Zeiten. Hier will man den Leuten am besten auch noch vorschreiben, wie sie zu scheißen haben. Wie sie zu heizen haben, ist da ja fast schon harmlos dagegen. Aber so wirklich überrascht ist da, denke ich, niemanden, dass dieser Verbotsirrsinn bzw. dieser Bevormundungsirrsinn trotzdem weiter verfolgt wird. Und sicherlich auch in der zukünftigen Legislaturperiode so die Grünlinge dann überhaupt noch irgendeine Rolle spielen. Ich hoffe ja, dass sie dann im Nirvana versenkt sind und parlamentarisch naja, ein bisschen außen vor gelassen werden. Also nicht mehr in der Regierung sind und im besten Fall auch noch rausfliegen aus dem Bundestag, wenn sie die 5%-Hürde reißen. Im besten Fall sind sie dann sowieso Geschichte bis dahin. Aber ich denke auch, die aktuell schlechten Umfragewerte der Grünlinge, die haben dazu geführt, dass sie jetzt doch ihre angebliche Kompromissbereitschaft ausleben und eben ein bisschen zurückgerudert sind. So, das erstmal der heutige Stand. Jetzt düse ich mal rüber zum Pferdchen, muss noch unterwegs Klamotten kaufen. Hoffe, ihr macht euch auch einen schönen Nachmittag. Und dann sehen wir uns irgendwann später wieder. Ich war gestern ziemlich spät zu Hause, war erst kurz vor 2 da, saßen noch ewig lange am Stand und haben gequatscht, haben noch über Turnier geredet und so. Wollen wir nämlich jetzt für üben. Ich denke mal, heute wird es nicht ganz so spät und ich denke, dass wir dann heute auch ganz normal ein Nachtjournal machen können. Jetzt ruft mich aber erstmal die Schoko, also Pferdchen. Deswegen bis dann. Und einen kleinen Grund zur Freude gibt es ja. Das ganz, ganz große Chaos bleibt aus. Heißt also, die Hausbesitzer sind zumindest nicht komplett angearscht ab dem 1. Januar. Und die Mieter dann dementsprechend haben auch eine gewisse Schonfrist. Denn es wäre heftig teuer geworden, wenn dieser Irrsinn so in Kraft treten würde, wie Pendlerpauschales Best Buddy, der Ex-Staatssekretierende, wie der das eigentlich sich ausgedacht hatte, sich da ausgesponnen hatte im Hinterzimmerlein und da offensichtlich mit seinen Lobbyfreunden wie auch immer bequatscht hat oder ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ihr versteht das, denke ich. Aber jetzt bis nachher dann.